Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit dir zusammen gerne in den Art Deco Adventskalender hineinschauen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Auch diesen Adventskalender habe ich zugeschickt bekommen und zwar von der Parfümerie Rute. Verlinke ich euch meine Infobox, denn ihr könnt bei der Parfümerie Rute mit dem Code CLAUDISWELT ab einem Einkaufswert von 50 Euro 5 Euro sparen. Auf das komplette Sortiment bis zum 30.11.2022. Und weil es eine Kooperation ist, hat sich der liebe Stefan gedacht, Mensch, ich packe das Paket mal noch ein bisschen voller und hau noch ordentlich einen raus. Der hat mir ganz viele, weiß ich nicht, Goodies und hast du nicht gesehen, hier so mit reingepackt. Ne? Ich habe das jetzt einfach mal in so einen Beutel gegeben. Zum Beispiel von Marc Jacobs. Das ist irgendwie so ein Necklace, also ein Collier. Dann habe ich hier von Chloé hier noch irgendwie so ein Portemonnaie mit dabei. Ein Set von Lancôme. Dies, das, Ananas, Leute. Also das ist der Wahnsinn in Tüten oder auch in meinem Jute-Beutel. Und das möchte ich gerne in diesem Video verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. So, dann haben wir das ganze Organisatorische abgehakt, würde ich sagen. 69,95 kostet das Schätzelein. Und jetzt schauen wir mal rein. Wow. Oh mein Gott, ist er nicht hübsch? Ist er nicht hübsch? Erwin hat gar nicht die Möglichkeit, dieses wunderschöne Winter Wonderland hier so zu drapieren. Aber es sieht doch wirklich wunderschön aus. Ne? Also das stellt man sich gerne in der Weihnachtszeit so hin. Tolle Deko. Übrigens sollen wir hier 23 Originalgrößenprodukte finden, was ich sehr interessant finde. In den Kläppchen steht auch immer ein bisschen was mit dabei, falls man nicht weiß, was man denn in den Händen hält. Und wir starten mit der Nummer 1. Das ist ein Lippi, würde ich sagen. Und das ist 121/21/19a. Okay. Ja, das ist einmal dieses Lippenprodukt. Und dann schauen wir uns mal die Farbe an, ob die uns begeistern kann. Oh, das ist ein klassisches Rot. Definitiv passend für einen Adventskalender. Unseren ersten Nagellack bekommen wir in dem zweiten Kläppchen. Das ist der Nail Lacquer 11-10-32, 6 ml. Es ist schwierig, weil Art Deco hat immer so ganz blöde Farbbezeichnung. Ist aber ein wunderschönes Rosé, was man entweder in mehreren Schichten für einen deckenden Nagellack verwenden kann oder wenn man jetzt so wie ich hier zum Beispiel so ein, ne, auf dem Mittelfinger so ein ganz buntes Gebämsel hat, kann man das super als Basis verwenden. Das habe ich zum Beispiel hier auch gemacht, dass ich mir einfach zwei Schichten von so einem Rosé-Lack drunter gegeben habe und dann dieses gepunktete Gebämsel. Auch mit dabei ist natürlich die Nummer 3 und hier haben wir das Produkt drin, was dann keine Originalgröße ist, macht aber definitiv Sinn, dass man das als Probe reingibt, weil es ist halt eine Foundation, ne? Das ist immer schwierig. Neutral 35 oder 35 Neutral ist das, Perfect Turn Foundation. Ich muss sagen, ich habe, wie viel sind denn hier überhaupt drin? 2 ml. Ich habe von Art Deco, glaube ich, 2 Foundations und die finde ich beide total klasse. Also Art Deco kann sowas echt gut. Hier haben wir übrigens die Nummer 4 und da kommt der erste Monolidschatten an. Toch bei mir. Was jetzt nicht schlimm ist, ich sammle ja die ganzen Monolidschatten und mache daraus ja einen Monolidschatten Adventskalender. Das hier war jetzt Klebezeugs, ne? Der ist so magnetisch, kannst du halt in diese Art Deco-Paletten reinmachen. 04 Pearly Mystical Grey, also ein schöner, ja, Pearly Grauton. Ich finde Grau immer ein bisschen schwierig, weil das sieht schnell schmutzig einfach auf den Augenlidern aus. Also da muss man wirklich ein Händchen für haben. Aber mit sowas kann man auch ein ganz tolles Smoky Eye schminken, wenn jetzt hier sehr wahrscheinlich noch Kajalstifte und so dabei sind. Ne? Dann lässt sich das ganz toll kombinieren. Ja, auch sowas ist eine Originalgröße. Passt zu dem Kläppchen jetzt vorher. Finde ich aber nicht so geil. Tag vor Nikolaus haben wir einen Applikator von Art Deco drin. Ja, also wie gesagt, du kannst die auch so einzeln kaufen. Aber das ist halt so ein Füllprodukt, was ich immer sehr, sehr schwierig finde in diesem Art Deco Adventskalender. Das hatte ich letztes und vorletztes Jahr halt auch schon. Ne? Man kann sie gebrauchen, man kann damit arbeiten. Aber ich finde das irgendwie total unsexy, sowas in Adventskalendern drin zu haben. Da erwartet man natürlich, dass man dann am 6. Dezember, also an Nikolaus, ja, ich rubbel hier so ein bisschen rum,
einen kleinen Ausgleich bekommt. Und das bekommen wir auch mit einer Full-Size Natural Volume Mascara. Ist das nämlich hier Green Couture 9 Milliliter. Ne? Also da haben wir dann eine Originalgröße von der Mascara drin. Da sind dann die Gemüter schon wieder etwas besänftigt. Dennoch bleibt halt mit dem Applikator und der Probe so ein bisschen hängen. Mit der Nummer 7 werden aber all diese negativen Gefühle ein bisschen vertrieben. Denn hier haben wir so eine Leerpalette, wo man, glaube ich, 3 reinpacken könnte. Oder du kannst halt diese einzelnen Lidschatten reinpacken und dann halt auch noch Blush, falls man da jetzt, wir werden hier sicherlich einen Blush auch drin haben und so. Ne? Und dann hast du einen Spiegel mit dabei, den Applikator kannst du da unten auch noch vorlegen und so. Und das ist schon eine coole Geschichte, definitiv, ne? Dass man das hier auch so mit dabei hat und sich dann auch mit dem Salat zusammenbauen kann, finde ich okay. Okay, die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und ja, ich stelle den jetzt nicht immer wieder ordentlich zurück. Was soll der Falschgeiz, ne? Brow Styler Mono steht hier drin. Brow Styler, bitte? Also für die Augenbrauen, aber ist das schwarz? Weiß ich nicht. Also wir haben hier auf jeden Fall ein Produkt. Das ist ein Puder-Applikator für Brow Styler Refill. Also ist da gar keine Farbe bei. Gut, wie soll hier oben auch Farbe rauskommen, ne? Nee. Hä? Hat nicht so gekracht, ne? Ne. Ah, okay. Über den neuen können wir uns jetzt freuen, weil da ist jetzt dieses Brow Styler Vieh drin. Brow Powder. In der Farbe 18, das ist ein Braun. Ne? Und den setzt man dann wahrscheinlich oben drauf. Aber das ist natürlich jetzt auch ziemlich, ne? Sagen die hier, wir haben hier 23 Originalprodukte drin, weil du das einzeln kaufen kannst. Yay. Also ich finde es ein bisschen blöd. Ja, da könnte man nämlich hier unten das dann abschrauben, kannst es dann da drauf machen. Okay, läuft. Ist aber auch nicht meine Farbe. In der sehr schwer zu öffnenden Nummer 10 wird es jetzt mit Nagelpflege weitergehen. Natural Base and Top Coat, sowas finde ich praktisch. Das sind 4 Milliliter. Das heißt, du kannst es sowohl als Basislack als auch als Überlack verwenden. Sowas finde ich klasse, kann man gut gebrauchen, verwende ich auch immer. In der Nummer 11, das ist die erste Schnapszeit. Da sind immer so Klebeviecher dran. War letztes Jahr auch schon so merkwürdig, weil diese Klebeviecher halt irgendwie überhaupt nicht bewirken, dass es irgendwo festklebt. Egal. Haben wir Kollagen Booster Caps 4x 0,31 Milliliter. Also Hautpflege von Art Deco. Das ist auch mal ganz interessant. Ne? Das sind ja halt so Booster Caps. Kollagen kann man gut gebrauchen. Kann man wahrscheinlich auch super als Primer-Ersatz oder so verwenden. Ja, schön. So, hier habe ich jetzt meine Halbzeit, die Nummer 12, und da versteckt sich der Blush drin. Special Size 330.A ist die Farbbezeichnung und auch das ist ein magnetisches Produkt, was man dann in diese Palette auch mit reinmachen kann. Ich finde es ganz süß, definitiv. Ne? So ein Blusher kann man auf jeden Fall gut gebrauchen und ich finde es immer schön, wenn wir einen Blush in Adventskalendern drin haben. Über Base-Produkte freut man sich doch irgendwie immer. Hui, da muss ich gerade aufpassen bei der Nummer 13, weil die wollte mir entgegenfliegen. Natural Skin Bronzer 9 Gramm. Da hauen sie jetzt raus. Das finde ich cool, muss ich wirklich sagen. Blush und Bronzer, da haben sie sich vom letzten Jahr, glaube ich, verbessert. Ne? Der sieht auch richtig schön aus. Das ist eine Full Size. Da kannst du dich nicht beschweren. Also ganz ehrlich, das ist ein absolutes Highlight. Wenn wir das jetzt in der 13 drin haben, bin ich extrem gespannt, was wir dann in der 24 haben. Schöne, schöne, schöne Sache. Echt schön gerade. Ich bin gerade voll geflasht. In der Nummer 14 haben wir den Soft Eyeliner Waterproof Crayon Contourieux in der Farbe 10. Damit kann man sich ein wunderschönes Smoky Eye schminken, zusammen mit dem Monolidschatten, den wir ja hier schon drin hatten. Ne? Und kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Ich finde auch ein schwarzer Kajal in einem Adventskalender, wo es um Schminke geht, vollkommen in Ordnung. Ja, in der Nummer 15 haben wir jetzt unser zweites Lippenprodukt. Hydra Lip Booster 28, ja, keine Ahnung. Feuchtigkeitsspendendes Lipgloss. Das finde ich toll, sowas mag ich gerne leiden. Das ist auch eine schöne, tragbare Farbe. Also da sind wir jetzt wirklich in so einem Mauve-Ton oder Rosenholzton. Das ist cool, 3 Milliliter, läuft. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. In der Nummer 16 haben wir nämlich schon wieder einen Eyeliner drin. Das hatten wir jetzt im vorletzten Kläppchen, also blöd verteilt. Wir haben hier aber einen schönen Braunton. Sowas mag ich ja schon wieder. Smooth Eyeliner 89 haben wir hier in dieser Green Couture Geschichte. 1,4 Gramm. Und braun finde ich persönlich einfach schöner, manchmal als schwarz, weil schwarz ist sehr, sehr hart. Und wenn ich zum Beispiel einen Eyeliner verwende, habe ich jetzt gerade erst leer gemacht, deswegen es ist wieder schwarz am Start, super gerne so einen braunen Eyeliner auch verwendet.
Ne? Und das ist ein Augenkonturenstift einfach in Braun. Eine Woche vor Heiligabend in der Nummer 17 erwartet uns wieder ein Lippenprodukt 12529 21B. Läuft, ja. Auch das ist ein Lippenprodukt, was uns letztes Jahr in diesem Format auch über die Füße gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob die Farben identisch sind. Ist aber ein richtig schöner Nude-Ton, den ich hier sehr gerne jetzt so leiden mag. Und Maxim Giacomo hat es ja auch vorgemacht. Man kann ja diese Augenstifte auch oder Augenbrauenstifte auch super als Lip Liner verwenden. Das heißt, du hättest hier auch einen braunen Lip Liner zusammen mit einem braunen Lippenstift oder nudefarbenen Lippenstift. Das wäre tatsächlich halt auch eine schöne Idee. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Da habe ich jetzt hier einen wunderschönen kirschroten Nagellack drin, Color Base. Ja, ne? 6 Milliliter, das ist ja eine ganz klassische Geschichte hier. 11,80, 99, 19a, was auch immer. Und ja, sowas kann man definitiv gut gebrauchen. Ist auch passend für die Weihnachtswoche, deswegen 1a. In der Nummer 19 haben wir ein universelles Produkt drin, und zwar Clear Lash and Brow Gel. Das ist eine Limited Edition und das ist einfach eine Pflege für und perfektes Styling für Wimpern und Augenbrauen. Würde ich persönlich nur für die Augenbrauen verwenden, einfach um da eine gewisse Form reinzubringen. Und das finde ich schön, dass es halt durchsichtig ist, ne? Dementsprechend kann jede Haarfarbe dieses Produkt verwenden, einschließlich Blondinchen, Claudinchen. Der 20er-Bereich begrüßt uns mit einem Lip Liner. Gut, dann müssen wir gar nicht unseren Augenstift von eben zweckentfremden, weil das ist genau dieses Brauntönchen, was wir für den Lippi gebraucht hätten. Soft Lip Liner Waterproof 134 ist die Farbbezeichnung. Und das ist ein schöner Lippenliner. Genau, Claudinchen, du hast es raus. Es ist aus Plastik, aber man kann sowas immer anspitzen. Wir werden hier bestimmt einen Anspitzer noch drin finden, oder Leute? Ja, die Chancen stehen sehr gut, weil wir haben hier drei Produkte, die man anspitzen müsste. Wir haben hier bestimmt einen Anspitzer drin. Ich habe noch meinen aus dem letzten Adventskalender bei mir hier in diesem Tisch, den ich gerne verwende, der auch wirklich gut ist. Die Nummer 21 gibt uns das dritte Augenumrandungsprodukt und das zweite Augenumrandungsprodukt in Schwarz. Finde ich aber ehrlich gesagt gut. Das ist der Vinyl-Effekt Eyeliner Long Lasting. Das ist halt ein Dip-Eyeliner. Ne? 4,5 Milliliter sind hier drin. Das heißt, es ist einfach nochmal ein bisschen was anderes als der Kajalstift, den wir ja vorher drin hatten. Weil der Kajalstift ja mehr so auf der Wasserlinie oder so verwendet wird. Oder wenn du halt ein Smoky Eye machen möchtest oder so. Aber so ein Vinyl-Effekt Eyeliner ist dann halt so für, wenn du so einen Wing raushauen willst, genau. Die Nummer 22, die zweite und letzte Schnapszahl, bringt uns wieder einen Monolidschatten in der Farbe 29, Pearly Light Beige, 0,8 Gramm. Und auch das ist ein Produkt, was man halt wirklich sehr, sehr universell verwenden kann. Du kannst es als Highlighter verwenden, du kannst das als Inner Corner Highlight verwenden, du kannst es unter dem Augenbrauenbogen verwenden, du kannst es auf dem kompletten beweglichen Lid verwenden. Deswegen finde ich das schön, dass wir diese Farbe tatsächlich hier auch mit drin haben, weil das einfach auch zweckentfremdet werden könnte. Okay, Leute, der Tag vor Heiligabend, der 23. Dezember, verrät uns, nö, ein Anspitzer wird es hier heute nicht geben, was ich nicht schlimm finde, aber ein weiteres Lippenprodukt. Aber auch das finde ich nicht schlimm, weil das sind ja, wie auch letztes Jahr schon, alles unterschiedliche Reihen von Lippenprodukten. Ne? Und hier habe ich jetzt, 12, 31, 48, 22a. Ganz genau. Das ist einfach so eine goldene Verpackung. Das sieht auch sehr, sehr edel aus. Also von den ganzen Lippenprodukten, die wir hatten, das edelste. Okay, und das ist diese Farbe. Ich meine, dass wir die letztes Jahr auch genau so drin hatten. Bin mir aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Das ist halt ein wunderschönes Weihnachtsrot mit goldenen Sparkles drin. Beautiful. Extrem beautiful. Wirklich, wirklich schön. Ich swatch das nicht, weil ich kann nicht alle Lippenprodukte aus allen Adventskalendern, die ich dieses Jahr auspacke, behalten. Ist klar, ne? Da geht ein Großteil von weiter. Wir hatten in der 1 aber auch schon Rot drin. Weswegen ich das jetzt ein bisschen schwierig finde, ehrlich gesagt. Zwei Rottöne. Ja gut, aber der eine davon ist halt glitzernd, ne? Okay. So, Nummer 24. Heiligabend, Leute. Trommelwirbel. Ich habe mir schon gedacht, also für eine Mascara wäre das jetzt tatsächlich zu groß gewesen. Es ist eine Full-Size von einem Wonderskin Primer. Sowas finde ich wirklich gut. Das habe ich letztes Jahr auch gesagt, dass ich Primer wirklich gut finde. Moisturizing, Smoothing, Term Perfectioning. Da muss ich halt schauen. Ich glaube, dass es auch etwas wäre mit 20 Millilitern, ne? Was ich persönlich für mich auch behalten möchte.
weil sich das gut anhört. Also feuchtigkeitsspendend und smooth machend, also weichzeichnend und den Ton perfektionierend, finde ich einfach klasse. Cool. Also, fazitieren wir diesen wunderschönen Adventskalender, der wirklich auch gar nicht so zerstört aussieht wie letztes Jahr, oder? Ich lasse ihn auch wirklich einfach mal hier stehen und hole ihn nicht nach vorne, weil da sieht er wirklich wundervoll aus. Wir haben tolle Produkte hier drin. Das Einzige, was ich ein bisschen schwierig finde, ist, also wirklich schwierig, das mit dem Augenbrauenprodukt, ne, weil nur ein Bruchteil der Menschen das tatsächlich dann verwenden kann. Gut ist, dass wir nur dieses eine kleine Moped hier haben, was dann theoretisch in der jeweiligen Augenfarbe gekauft werden müsste. Ja, ansonsten ist es okay verteilt. Also das hätte man ein bisschen schöner verteilen können, aber ne, das ist okay. Alles irgendwie schon durchdacht. Krass, dass wir hier diesen Bronzer mit dabei haben. Cool, dass wir diesen Blush mit dabei haben. Also ganz ehrlich, 69,95 kostet das Schätzelein und man hätte definitiv seine Freude daran, denn du hast hier wirklich fast ein Full Face in diesem Adventskalender mit drin, was halt viele auch sich immer wünschen, ne? Klar sind es Mono-Lidschatten und keine Lidschattenpalette. Da darf man aber halt auch einfach mal nicht vergessen, dass es ganz schön sagen, teurer werden würde, wenn du hier wirklich eine Lidschattenpalette reinpacken würdest und so, ne? Ansonsten haben wir eigentlich alles mit dabei, was das Herz begehrt. Unterschiedlichste Lippenprodukte, ja, ich weiß, es sind ein bisschen viele Lippenprodukte. Da hätte man dann wahrscheinlich den ein oder anderen Mono-Lidschatten mehr vielleicht reinpacken können. Da hätte ich mich aber wahrscheinlich beschwert. Du kannst es halt nicht jedem recht machen. Aber das ist ein empfehlenswerter Adventskalender. Also wenn ich auch in meinem... Also ich werde ja super viel gefragt, ne? Was kannst du empfehlen und so. Also die wildesten Menschen fragen mich, ohne Witz, Leute, ich kriege selbst von meinen Kooperationspartnern dann wirklich so als private Nachfrage so, übrigens, welchen Adventskalender kannst du eigentlich so empfehlen in dem und dem Bereich, ne? Ich frage für meine Freundin, ich frage für meinen Mann oder sonst irgendwas und das ist halt super witzig und da werde ich wirklich gefragt, weil man mich da halt auch als jemanden sieht, die schon den Überblick darüber hat und da würde ich den hier auch tatsächlich als Full-Face-Adventskalender empfehlen, wenn das eine brünette Person zum Beispiel ist, die beschenkt wird. Ne? Genau, es gibt ja auch noch andere Adventskalender, die ja auch ein Full-Face hergeben würden oder fast ein Full-Face. Dementsprechend muss man da immer so gucken, was die Person dann auch selber mag und dann Alternativen geben. Aber das ist definitiv ein Adventskalender, den ich empfehlen werde, weil ich den wirklich gut finde. Der ist gelungen, Leute. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare rein. Ich verdiene nichts an dem Gutscheincode, das wisst ihr. Sonst hätte ich das gesagt, ne? Aber ihr könnt halt auch bei der Parfümerie-Route 5 Euro sparen nochmal, ne? Wenn ihr dort den Adventskalender kauft. Ich meine, dass der aktuell sogar reduziert ist oder jedenfalls zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt gerade das Video drehe, ist er auch noch reduziert. Mal gucken, ob er zu dem Zeitpunkt, wo das Video online kommt, auch noch reduziert ist. Dann habt ihr nämlich insgesamt tatsächlich 10 Euro Rabatt drauf. Ja, ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem Art Deco Adventskalender, den ich empfehlen werde. Und ja, wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings aus diesem Jahr. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und das vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!